Und ich bin echt mal gespannt, mit Minenwerfer auf Level 1 so ein bisschen zu trollen, wie das Ganze bei den Gegnern ankommt. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Heute habe ich mal wieder was echt Cooles für euch vorbereitet. Aber bevor wir dazu kommen, mir hat letztens mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich doch mal die Kommentare einblenden soll von denjenigen, die gewonnen haben. Tut mir leid, dass ich das bei den letzten Malen nicht gemacht habe. Ich gucke meistens, beziehungsweise habe ich meistens als Fehler gemacht, dass ich danach erst die Kommentare rausgesucht habe. Deswegen diesmal, ich blende euch hier mal ein, wer gewonnen hat. Und zwar der liebe Herr Roggenfeld YouTube hat geschrieben, hey, ich würde gerne was gewinnen. Und zwar auf Android. Guck auf jeden Fall nach dem Video in deine Nachrichtenbox hier im YouTube-Dashboard. Und ansonsten, heute gibt es auch wieder eine kleine Verlosung. Und zwar insgesamt 15 Euro iTunes oder Google Play. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist natürlich ein Like da lassen, dann mich abonnieren und einen Kommentar schreiben, auf welchem Device ihr spielt. Ja, wie gesagt, heute habe ich mal etwas Cooles Neues für euch vorbereitet, beziehungsweise ich habe mich so ein bisschen von Deserx inspirieren lassen. Er hat jetzt die letzten paar Videos so Expo Troll Deck und ich glaube, als Neues hat er auch noch Rocket Troll Deck genommen. Ich habe mich davon, wie gesagt, ein bisschen inspirieren lassen und habe heute mal ein Deck zusammengestellt mit dem Minenwerfer. Ich habe den Minenwerfer, wie ihr wisst, gerade mal auf Level 1, weil ich den einfach über alles hasse. Es gab ja damals diese Phase, wo der so krass OP war, wo der, naja, und na doch, eigentlich schon OP, aber irgendwie hat ihn gefühlt jeder gespielt. Und ich habe den damals so abgrundtief gehasst, dass ich gesagt habe, nee, ich stelle mich dagegen. Ich grade den niemals ab. Das ist genauso wie bei dem X-Bo. Den habe ich nur ein einziges Mal abgegradet. Ansonsten ist und bleibt der auf Stufe 2. Und dann habe ich probiert, da so ein kleines Deck drum rumzubauen. Als wichtige Karten noch hier Spiegel und Food. Denn wir wollen den einmal ragen. Und ansonsten habe ich probiert, da irgendwie so ein bisschen was da drum rumzubauen, dass wir den so ein bisschen protecten können. Aber auf jeden Fall will ich probieren. Unser Ziel ist es nicht unbedingt, den Fight zu gewinnen, aber wir wollen probieren, mit dem Minenwerfer auf jeden Fall mal einen Turm zu zerstören. Halt den Gegner so ein bisschen zu trollen, mal zu gucken, wie die reagieren. Ich denke mal, die wenigsten werden jetzt noch irgendwie Minenwerfer-Decks erwarten, weil die, glaube ich, einfach out sind, weil die nicht mehr wirklich funktionieren. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Deck ist ausgewählt. Und ich bin echt mal gespannt, mit Minenwerfer auf Level 1 so ein bisschen zu trollen, wie das Ganze bei den Gegnern ankommt. Ja, wir haben hier direkt einen Level 10er als Gegner, also ganz in Ordnung. Und ich habe leider den Minenwerfer nicht am Start, aber er kommt damit mit Barbaren, alles klar. Er kommt damit dem Hog Rider, den können wir da ganz gut deffen. Und vielleicht können wir hier ich wollte ja eigentlich gar keinen wirklichen Push machen, ne? Deswegen mache ich da nichts weiter. Ich gucke erstmal, ich denke mal, er wird jetzt wahrscheinlich eh erstmal ins Struggeln kommen, um das Ganze zu verteidigen. Oder hat eine Valkyrie und macht das Ganze so, das ist natürlich auch möglich. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es heute, so ein wenig mit dem Minenwerfer den Gegner zu trollen und zu gucken, was er so darauf macht, wie er darauf reagiert. Und sein lieber Miner hat ihm da jetzt nicht wirklich viel gebracht. Und ich glaube, jetzt spiele ich auch schon mal das erste Mal den Minenwerfer. Und zwar genau jetzt und werde den dann direkt gleich mit den Barbaren protecten. So, okay, Barbaren mal davor und dann ragen wir ihn auch mal. So, komm schon, Minenwerfer. Ey, hat der überhaupt einen Schuss geschafft? What? Alles klar. Minenwerfer hat nicht mal einen Schuss geschafft, glaube ich. Okay, sehr gut, wir haben den Tester noch davor bekommen. Dann zap ich nochmal kurz an der Stelle. So, zack, damit der Hog Rider... Ah, einen Hit hat er noch geschafft, aber wie gesagt, wir wollen probieren, dass wir so ein bisschen Schaden wenigstens am Turm machen, wenn wir das überhaupt hinkriegen, weil mein Minenwerfer ist halt gerade mal Level 1, aber wir probieren es halt trotzdem mal. So, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass er die Valkyrie hat. Ich werde jetzt mal probieren, ich will eigentlich gleich mal dazu den Tester so ein bisschen spielen, um den Minenwerfer so ein bisschen zu protecten, deswegen spiele ich jetzt mal die Musketieren hier hinten. Er spielt seine Bogenschützen. Und dann, wenn das Ganze so ein bisschen abgelaufen ist da vorne, dann sollten wir es eigentlich hinkriegen. So, Feuergeister hatte auch mal. Ich setze mal die Barbaren ein bisschen weiter hinten. Einfach um den Schaden so ein bisschen aufzufangen. Und er hat den Inferno, alles klar. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Okay, er hat jetzt gerade den Feuerball gewastet. Und zack, und zack. Tester mit daneben. Komm schon. Sepp, 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 Sepp. Ey, der eine Minenwerfer ist Level 1, der andere Level 10. Hä, warum? Wow, ein Schuss. Ey, was ist denn das?
Ist es normal? Oder habe ich gerade einfach nicht hingeguckt? Ich glaube, ich habe nicht richtig hingeguckt. Aber der hat echt nur einen Schuss geschafft. So, nochmal das Ganze. Und so. Und mein Minenwerfer ist wahrscheinlich direkt wieder weg. Aber ja, einen Hit hat er geschafft. Sehr cool, sehr cool. Einen Hit hat er auf jeden Fall geschafft. Und hier den Minenwerfer. Alles klar, was laber ich, ey. Den Miner defen wir jetzt auch nochmal. Nein, bitte hol meinen Turm nicht, nein. Oh, schade. In der letzten Sekunde hat er meinen Turm geholt. Aber es ist schon recht schwierig, hier mit einem Minenwerfer Level 1 da wirklich was zu schaffen. Ist ein bisschen kritisch. Er zappt den jetzt auch noch. Wir probieren das auf jeden Fall nochmal einen zweiten Fight aus. Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Ich weiß nicht, wie genau ich mein Deck noch ein bisschen anpassen kann. Es soll halt relativ günstig bleiben. Wir wollen halt probieren, wirklich den Minenwerfer so ein bisschen in den Fokus zu stellen. Okay, der erste Fight hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Ich habe jetzt gerade noch zweimal das Ganze ausprobiert. Habe das Deck jetzt nicht weiter umgestellt, aber es ist schon wirklich echt schwierig, damit irgendwas hinzukriegen, weil ich probiere halt den zu spiegeln, den Minenwerfer, und den gleichzeitig zu ragen. Und für das Ganze geht schon so viel Elixier drauf, aber ich kann keine Elixierpumpe mit reinnehmen, weil das dann auch zu... Ja, dann hätte ich halt gar nichts mehr an normalen Truppen. Aber es ist schon wirklich echt eine schwierige Kombo hier. Aber ich probiere es, wie gesagt. Wir wollen hier nicht aufgeben. Ich lasse mich auch nicht unterdrücken hier von so einem Deck. Aber Minenwerfer Level 1, der ist nicht wirklich stark, sage ich mal, auf der Höhe. Der bringt da nicht wirklich viel. Aber wir haben jetzt hier den Minenwerfer und den zweiten haben wir auch am Start. Und wir ragen jetzt den Kram. Komm, rage. Und jetzt gebt mir bitte ein paar Hits auf den Turm. Ein paar Hits nur, das reicht mir. Sehr schön, ihr habt ein paar Hits gemacht. Jetzt dürft ihr auch drauf gehen. Das ist in Ordnung. Und komm, ich brauche nochmal schnell einen Tesla. Tesla, macht mir da bitte nicht zu viel Schaden. So, den lasse ich jetzt einfach mal in der Defensive. Aber wir sind, das erste Mal liegen wir vorne. Auch wenn unser Gegner jetzt ein bisschen schlechter ist als wir. Trotzdem, ich habe einen Minenwerfer Level 1. Damit rechtfertige ich das Ganze. Irgendwie muss man sich ja auch hier rechtfertigen. Er hat jetzt da einen Lava-Hund am Start. Soll ich den... Ich kann den eigentlich nicht ignorieren. Hatte er irgendwie einen Feuerball? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich zapp hier mal eben kurz. Und gleich, wenn der zerpoppt, dann sollten die Feuergeister da aufräumen. Beziehungsweise wenigstens ein bisschen. Und wir liegen immer noch vorne. Sehr gut. Sehr gut, wir probieren das Ganze nochmal aus, gleich mit dem Minenwerfer den einzeln einzusetzen mit dem Tesla. Und zwar genau jetzt Minenwerfer dahin und Rage und Boom, der wird jetzt gleich erstmal auf den Inferno gehen. Aber so, sehr gut, der Tesla protected. Komm, komm, Junge, Junge, mach das. Oh, er setzt sogar den Miner dafür ein. Und ich setze nochmal den Tesla hier in der Defensive, damit wir gleich da ein bisschen aufräumen können. Vielleicht nochmal die Feuergeister. Ey, wenn wir sogar einen Fight gewinnen, dann wäre es ja, das ist dann ja unglaublich. Das ist dann ja unglaublich, ey. So, nochmal ein bisschen deffen hier. Nochmal ein bisschen zappen. Komm, komm, komm. Ah, jetzt macht er aber gut Schaden mit seinem... Verdammt! Ja, der Megalakai, der hat dann doch zu viel Schaden gemacht. Komm, schnell, 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 schnell. Rage. Und, Fug. Fug, was sitzt er da in Inferno hin? Okay, ich sag mal so, der Fight hat auf jeden Fall einigermaßen gut geklappt. Besser als, ja, die anderen paar. Ist das Deck nicht empfehlenswert, aber ich hoffe trotzdem natürlich, euch hat es gefallen. Vielleicht habt ihr weitere Ideen für ein kleines Troll-Deck. Ich bin auf jeden Fall mal offen für eure Anfragen. Wie gesagt, das Ganze ist inspiriert durch die Serg. Also nicht wundern. Euch wie gesagt noch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, lasst wie gesagt eine Bewertung da, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ciao!